Guten Tag, meine Damen und Herren. Dann seien Sie wieder erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Viele meinen heute, dass die Schriften des Alten Testamentes für uns keine Bedeutung mehr haben. Dass das Alte Testament ein Überbleibsel ist aus vergangenen Zeiten, das vielleicht interessant ist, um es ein wenig zu lesen, aber dass keine Botschaften, keine Anforderungen an uns dort gerichtet sind und enthalten sind. Und letztlich ist dies eine total falsche Vorstellung. Wir wissen, dass Jesus Christus aus dem Alten Testament zitiert hat, zum Beispiel um zu beweisen, dass er der Messias war. Ich möchte heute ein interessantes Buch mit Ihnen besprechen, und zwar das Buch Maleachi. Das Buch, das das letzte Buch im Alten Testament ist, wenn wir uns die deutsche Auffassung und Verfassung der Bibel anschauen. Und wir werden heute sehen, wie das Buch Maleachi für uns von Bedeutung ist, weil es nämlich auf eine Zeit hinweist, die noch in unserer Zukunft liegt, aber nicht unbedingt in unserer weit entfernten Zukunft und gleichzeitig auch Situationen beschreibt, die für uns heute gültig sind. Nun, technisch gesehen bezieht sich das Buch auf eine Zeit des alten Juda, als Juda aus der Gefangenschaft, der babylonischen Gefangenschaft herausgekommen war und sie hatten sich wieder dann in und um Jerusalem niedergelassen, hatten den Tempel wieder erneut errichtet, auch die Stadt erneut gebaut und hatten bereits auch dann wieder den Tempeldienst eingeführt. Aber dann hat eine gewisse Ernüchterung in Anführungszeichen stattgefunden und der Prophet Maleachi weist auf diese Ernüchterung, dieses Nachlassen hin. Nun, das Wort Maleachi bedeutet wörtlich mein Bote oder auch Gottes Bote. Es geht hier um eine Botschaft, die Gott an Maleachi weitergegeben hat, den Menschen damals und uns heute zu verkünden. Der Broadman Bible Commentary sagt, dass dieses Buch ungefähr um das Jahr 458 bis 430 vor Christus geschrieben wurde, zur Zeit von Esra und Nehemia. Und der Kommentator weist darauf hin, dass die Geschehnisse, die im Buch Maleachi beschrieben werden, mit denen identisch sind, die wir in den Büchern Esra und Nehemia lesen. Oder Nehemia im Deutschen. Und wie gesagt, die Juden waren aus der babylonischen Gefangenschaft herausgekommen. Sie warteten auf den Messias, auf den sie hofften. Aber der Messias war noch nicht zurückgekommen. Und so wurden sie allmählich müde. Sie ließen nach in ihrem Eifer um Gottes Wort. Und das ist die Situation, die Maleachi beschreibt. Ich würde meinen, es könnte sich auch heute auf uns beziehen, die wir nach wie vor auf die Wiederkunft Christi warten. Wir warten natürlich auf das zweite Kommen Jesu Christi. Aber Christus ist noch nicht zurückgekommen. Und viele haben sich bemüht herauszufinden, wann Christus wohl zurückkommen würde, haben versucht, dies sogar zu berechnen. Obwohl Christus uns sagt, dass keiner den genauen Zeitpunkt kennt. Und viele sind dann irgendwie enttäuscht worden, wenn ihre eigenen Prophezeiungen nicht eingetreten sind. Schauen wir uns jetzt Maleachi Kapitel 1 und Vers 1 an. Es heißt hier, dies ist die Last. Dies ist die Last, die der Herr ankündigt für Israel durch Maleachi. Nun, das Wort Last im Hebräischen hat eigentlich mehr die Bedeutung von Botschaft. Aber das Wort Last ist auch ein bisschen mit darin verwickelt, denn die Botschaft, die Maleachi brachte, war nicht nur unbedingt eine freudige Botschaft, denn Maleachi hatte eine Warnung zu verkünden. In Vers 2, ich habe euch lieb, spricht der Herr. Eine bessere Übersetzung ist hier, ich liebte euch. Oder ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Ihr aber sprecht, woran sehen wir, dass du uns lieb hast oder dass du uns lieb gehabt hast? Wie gesagt, die Menschen schauten auf ihre gegenwärtigen Umstände und wie die Life Application Bible es ausdrückt, die Regierung war zu dem damaligen Zeitpunkt korrupt, die Wirtschaft war schlecht und so hatten die Israeliten die Idee gehabt, dass Gott sie nicht lieben könnte, weil er diese Dinge zuließ. Gott sagt, ich habe euch geliebt. Mit anderen Worten, ich hatte von euch erwartet, dass ihr trotz eurer gegenwärtigen Umstände
mir gehorsam seid. Denn es ist ja die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Aber das ist etwas, was wir sehen werden, die Juden der damaligen Zeit nicht taten. Es geht hier weiter, wenn sie sagen, ihr aber sprecht, worin sehen wir, dass du uns lieb hast? Also sie entgegnen Gott mit einer Gegenfrage und fragen sich und fragen ihn, warum er denn überhaupt das sagt, dass er sie lieb hat, weil doch diese Umstände, in denen sie lebten, so sehr widrig waren, unschön waren. Sie können sich nachher vielleicht einmal die Stellen anschauen im Buch der Offenbarung, wo Jesus Christus mit der Laodicea-Kirche spricht. Und auch da sehen wir, dass die Laodicea-Kirche Christus eine Gegenfrage stellt und entgegnet, dass, wieso, wir sind doch gar nicht arm, wir sind doch reich. Sie finden das in dem dritten Kapitel angefangen, in Vers 17 im Buch der Offenbarung. Aber Gott fährt fort zu sagen, in Vers 2 von Malachi 1, ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr, und doch habe ich Jakob lieb, Vers 3, und hasse Esau, und habe sein Gebirge öde gemacht und sein Erbe den Schakalen zur Wüste. Auch hier ist es besser zu übersetzen, ich habe Esau gehasst, also die Vergangenheit, und ich habe Esau oder vielmehr Jakob geliebt. Schauen Sie, Jakob und Esau waren ja Zwillinge, wie wir wissen, aber die Nachfahren von Esau, die Edomiten, wurden sehr gewalttätig und feindlich gegenüber den Israeliten, den Nachfahren von Jakob. Und das Buch von Obadja zeigt uns auch die Zukunft des modernen Esau oder Edom. Aber hier geht es nicht um eine grundsätzliche Feststellung. Es geht hier darum, dass Gott Jakob berufen hatte zu seiner Erkenntnis. Und er hatte Esau eben damals noch nicht berufen. Und wir finden, dass es lediglich um den Zeitpunkt der Berufung geht. Es geht nicht darum, dass Gott Esau für ewige Zeiten gehasst hat und Jakob für ewige Zeiten geliebt hat. Es geht darum, dass Gott Jakob erwählt hatte, noch bevor Jakob und Esau überhaupt geboren waren. Das können Sie im Römerbrief nachher nachlesen, im 9. Kapitel, die Verse 10 bis 13. Es geht lediglich um die Zeit der Berufung. Mit anderen Worten, Gott hatte Jakob in dem Sinne geliebt, dass er ihn damals schon erwählte, wohingegen er Esau damals noch nicht erwählte. Sie können auch feststellen, dass die Bibel manchmal, wenn sie von dem Wort hassen spricht, eine Gegenüberstellung zum Ausdruck bringen will. Manchmal heißt hassen im biblischen Sprachgebrauch weniger lieben. Und das finden Sie, wenn Sie zum Beispiel nachher sich Lukas Kapitel 14 anschauen und Vers 26 und das dann mit Matthäus Kapitel 10 und Vers 37 vergleichen. Es geht lediglich hier um einen Gegensatz. Es geht darum, dass im Zeitpunkt der Berufung Gott Esau weniger liebte als Jakob. Darum geht es hier. Aber der Punkt, den Gott hier machen will, ist natürlich der, dass er Jakob, die Israeliten, geliebt hat. Und er erwartete dann auch von ihnen eine gewisse Gegenliebe, die er aber nicht erhielt. Lesen wir jetzt weiter in Vers 4. Malachi 1 und Vers 4. Und wenn auch Edom spricht, wir sind zerschlagen, aber wir wollen das Zerstörte wieder bauen, so spricht der Herr Zebaoth, werden sie bauen, so will ich abbrechen. Und man wird sie nennen Land des Frevels und ein Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Nur das Wort ewiglich kann bedeuten für eine gewisse Zeit, solange wie gewisse Umstände vorliegen. Wir wissen aus der Bibel, dass es eine Zeit gibt, die Zeit des großen weißen Throngerichtes, die auch die zweite Auferstehung genannt wird. Zu der Zeit werden die Edomiten auferweckt werden und sie werden dann ihre Gelegenheit erhalten, Gottes Weg zu gehen. Etwas, diese Gelegenheit, die sie bislang noch gar nicht erhalten haben. Also es geht lediglich um den Zeitpunkt, der andauert bis hin zur zweiten Auferstehung. Vers 5. Das sollen eure Augen sehen und ihr werdet sagen, der Herr ist herrlich über die Grenzen Israels hinaus. Es geht natürlich auch darum, wenn die Edomiten, sagen wir mal zur Zeit der Wiederkunft Christi, sich zunächst einmal rebellisch zeigen, dass Gott dann auch natürlich mit denen dann in richtiger Weise umgehen wird. Jetzt Vers 6. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater,
Wo ist meine Ehre? Bin ich Herr? Wo fürchtet man mich? Spricht der Herr Zebaoth zu euch Priestern, die meinen Namen verachten. Ihr aber sprecht, wodurch verachten wir denn deinen Namen? Gott sagt hier, wenn ihr mich Vater nennt, wenn ihr meint, dass ich euer Vater bin, und die Juden haben ja, die Israeliten haben ja Gott ihren Vater genannt, auch bereits schon im Alten Testament, dann hat der Sohn, hat das Kind auch die Verpflichtung, den Vater zu ehren. Und damit ist auch Gehorsam mit eingeschlossen. Gott sagt, wenn ihr mich Vater nennt, wo ist dann euer Gehorsam mir gegenüber? Wenn ihr mich Herr nennt, wieso gehorcht ihr mir da nicht? Wo ist meine Ehre? Wie wir sehen werden, gaben die Juden Opfer, die total unwürdig waren. Und Gott sagt dies ganz eindeutig hier. Ihr ganzer Lebenswandel war nicht ein Lebenswandel, der Gott gefällig war. Und die Israeliten, die Juden hätten das erkennen sollen, haben es aber scheinbar nicht erkennen wollen. Schauen Sie, das Wort Opfer, um das es hier geht, ist etwas, was von der Substanz herkommt. Der Broadman Bible Commentary sagt, es ist etwas, was Wert hat, sonst ist es kein Opfer. Und die LAB Commentary geht davon aus, dass wenn wir Gott nur das geben, was wir selbst irgendwie gar nicht für uns wollen, dann ist das eben, weil es kein Opfer, das eben Gott wohl gefährlich ist. Die Menschen damals gaben keine Opfer zu Gott, sie taten nur etwas, was sie meinten tun zu müssen, damit sie vielleicht auch vor anderen als akzeptabel erschienen. Und ist das heute vielfach nicht auch der Fall, dass wir vielleicht durch gewisse Riten gehen, gewisse Rituale, weil wir eben vor den Menschen angesehen sein wollen. Aber sind wir wirklich dann auch bewusst dazu bemüht und darum bemüht, Gott zu gefallen? Vers 7, Maleachi 1 und Vers 7. Sie haben gefragt, ja, wodurch verachten wir deinen Namen? Vers 7, dadurch, dass ihr opfert auf meinem Altar unreine Speise. Unreine Speise. Die meisten Menschen heute glauben nicht mehr daran, dass es überhaupt einen Unterschied gibt zwischen reinen und unreinen Tieren. Aber für Gott ist das ein sehr wichtiger Unterschied. Er gebietet uns, keine unreinen Tiere zu verzehren. Und die haben sogar hier auf dem Altar damals unreine Speise geopfert. Ihr aber sprecht, womit opfern wir denn Unreines? Dadurch, dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist für nichts zu achten. Macht keinen Unterschied, wie wir uns verhalten. Des Herrn Tisch ist für nichts zu achten. Im Neuen Testament, im 1. Korintherbrief, in Kapitel 10 und in Vers 21, auch das ist eine Stelle, die Sie sich nachher vielleicht anschauen können, wird ebenfalls von dem Herrn oder von dem Tisch des Herrn gesprochen. Und Paulus sagt, ihr könnt nicht Anteil haben am Tisch des Herrn und am Tisch von Dämonen. Und er bezieht sich hier unter anderem auch auf die damalige Praxis der Heiden, den Sonnengott Attis oder auch Mistra zu ehren und ein dem Abendmahl sehr ähnliches Ritual durchzuführen. Und einige damals in Korinth hatten daran teilgenommen, scheinbar. Und Paulus sagt, damit verachtet ihr den Tisch Gottes, wenn wir uns hier die Worte von Maleachi betrachten. Und er sagt, ihr könnt das nicht tun, ihr könnt nicht teilhaben an heidnischen Riten und auch an christlichen Riten. Das sind Dinge, die nicht miteinander konform gehen. Ihr könnt nicht auf beiden Beinen weiter hinken. Einige meinen, sie könnten noch nach wie vor in der Welt sein und gewisse Dinge tun, die die Welt gut heißt. Und auf der anderen Seite so ein bisschen Lippenbekenntnisse abgeben im Hinblick auf Gottes Weg und meinen, das reicht dann aus, um nachher ins Reich Gottes gelangen zu können. Gott sieht das ganz anders. Lesen wir weiter in Vers 8. Denn wenn ihr ein blindes Tier opfert, so haltet ihr das nicht für böse. Und wenn ihr ein lahmes oder ein krankes opfert, so haltet ihr auch das nicht für böse. Bring es doch deinen Fürsten. Meinst du, dass du ihm gefallen werdest oder dass er dich gnädig ansehen werde? Spricht der Herr Zebaoth. Vers 9. So bittet doch Gott und seht, ob er uns gnädig sei. Denn meint ihr, nachdem solches von euch geschehen ist, er werde euch gnädig ansehen, spricht der Herr Zebaoth, dass doch einer unter euch die Türen zuschlösse, damit ihr nicht umsonst auf meinem Altar Feuer anzündet. Ich habe keinen Gefallen an euch, spricht der Herr Zebaoth, und das Opfer von euren Händen ist mir nicht angenehm. Vers 11. Denn vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang ist mein Name herrlich unter den Heiden. Auch hier wäre die Übersetzung besser.
Vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang wird mein Name herrlich sein unter den Heiden. Wenn die Heiden, die Nicht-Juden, die Nicht-Israeliten, die Nicht-Christen, verstehen werden, was Gott ist, wer Gott ist, was Gott von uns erlangt und verlangt. Und wir lesen das im Millennium und dann auch während des großen weißen Throngerichtes. Die Heiden, sowie auch die nicht bekehrten Israeliten und Juden, verstehen werden, was Gottes Lebensweg eigentlich bedeutet. Und dann wird Gottes Name herrlich sein unter den Heiden. Und Gott weist schon darauf hin, dass dies geschehen wird. Und er sagt, und an allen Orten wird meinem Namen geopfert werden, wie es heißen sollte, und ein reines Opfer dargebracht, denn mein Name ist herrlich, es sollte heißen, wird herrlich sein unter den Heiden, spricht der Herr Zebaoth. Also er sagt hier und stellt hier einen Vergleich an. Er sagt, mein Name wird herrlich sein unter den Heiden. Und ihr, die ihr mich kennen solltet, ihr verunreinigt oder entheiligt meinen Namen durch euer Verhalten. Weiter mit Vers 12. Ihr aber entheiligt ihn damit, dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist unheilig und sein Opfer ist für nichts zu achten. Und wir heute, die wir Christen sind oder sein wollen, haben auch wir manchmal diese Einstellung, dass wir sagen, ach, es ist unwichtig, das zu tun, was Gott uns sagt. Seine Gebote sind für uns heute für nichts zu achten. Wissen Sie, dass Gott Ihnen sagt, dass Sie seinen Namen entheiligen, wenn Sie so denken und wenn Sie so handeln? Vers 13. Und ihr sprecht, siehe, welch eine Mühsal, Gott zu dienen. Und ihr bringt mich in Zorn, spricht der Herr Zebaoth. Denn ihr bringt herzu, was geraubt, was lahm und was krank ist, und bringt es da zum Opfer. Sollte mir solches gefallen von eurer Hand, spricht der Herr. Und so sagen auch wir vielleicht heute manchmal, es ist zu schwierig, Gott zu dienen. Seine Gebote sind zu schwer für uns. Folgen wir lieber denen, die sagen, Gottes Gebote sind abgeschafft, die brauchen wir heute nicht mehr zu halten. Aber das ist nicht etwas, was Gott sagt. Behalten Sie Ihren Finger hier im Buch Maleachi, wir kommen gleich darauf zurück. Aber schauen wir uns einmal eine Stelle im 1. Johannesbrief an. Im 1. Johannes Kapitel 5. Und lesen wir Vers 3, was Gott über seine Gebote sagt. Was er uns über das Halten seiner Gebote sagt. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 3. Es heißt hier, denn das ist die Liebe zu Gott. Oder man kann auch übersetzen, das ist die Liebe Gottes. Dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Wenn wir Gottes Liebe in uns haben, dann sind es keine schweren Gebote, die es für uns zu halten gilt. Nun vielleicht am Anfang schon, wenn wir, sagen wir mal, gerade bekehrt wurden, dann wird es vielleicht noch etwas schwierig sein, möglicherweise den Sabbat zu halten, in allen Situationen, in allen Umständen, oder vielleicht nicht ein bisschen zu lügen, ein bisschen zu stehlen, ein bisschen Gottes Namen zu verunglimpfen, dass man ihn in falscher Weise benutzt. Aber wir wachsen ja in der Gnade und in der Erkenntnis Gottes. Und es wird dann immer leichter für uns werden. Zumindest sollte das der Fall sein. Je mehr wir Gottes Geist in uns wirken lassen, seine Gebote zu halten. Und letztendlich sind sie dann nicht mehr schwer für uns. Aber die Einstellung hier, die im Buch Maleachi zum Ausdruck kommt, ist auch, es ist zu schwer. Es ist eine Last, dies zu tun. Und wir wollen dies nicht tun. Christus sagt uns auch, dass wir unsere Last, wenn wir sie so bezeichnen wollen, auf seine Schultern legen können. Dass wir, oder vielmehr, dass er bereit ist, unser Joch zu tragen. Und wir müssen auch das lernen, dass wir manchmal unsere Kämpfe Gott überlassen müssen. Dass wir nicht immer versuchen sollten, unsere eigenen Kämpfe zu führen, sondern lassen wir Gott für uns kämpfen. Und manchmal ist es erstaunlich, wie er diese Kämpfe für uns führt. Und diesen Kampf, diesen Krieg für uns gewinnt, in geistlicher Hinsicht. Schauen wir uns jetzt Vers 14 an. Verflucht sei der Betrüger, Maleachi 1 und Vers 14. Verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein gutes männliches Tier hat und es gelobt, aber dem Herrn ein fehlerhaftes opfert. Also hier ist jemand, der lügt, der Gott gelobt hat, ich will dieses Tier dir opfern und dann, das ist dann ihm zu kostbar und er opfert dann etwas, was für ihn kein Interesse mehr hat. Gott sagt, ich bin ein großer König, spricht der Herr Zebaoth, und mein Name ist gefürchtet oder wird gefürchtet sein unter den Heiden. Wenn wir Gott etwas versprechen im Gebet, dann sollten wir das erfüllen und nicht nachher dann Ausreden finden, weil wir es nicht erfüllen brauchen, weil wir meinen, ja, das war vielleicht gar nicht so ernst gemeint oder
Wir können halt unsere Meinung ändern. Gott sagt uns, wenn wir etwas Gott versprechen, dann soll das von uns ausgeführt werden, selbst wenn es uns schadet. Wir sollten überlegen, bevor wir etwas sagen, dass wir auch in der Lage dann sind, es zu tun. Kapitel 2 und Vers 1. Und nun, ihr Priester, dies Wort gilt euch. Und wir können dies heute auf Geistliche anwenden, die im Dienste Gottes stehen oder stehen wollen. Und Gott sagt uns allen, in Vers 2, wenn ihr es nicht hören, noch zu Herzen nehmen werdet, dass ihr meinem Namen die Ehre gebt, spricht der Herr Zebaoth, so werde ich den Fluch unter euch schicken und verfluchen, womit ihr gesegnet seid. Ja, verfluchen werde ich euren Segen, weil ihr es nicht wollt, zu Herzen nehmen. Nun, einige Kommentare, wie der Broadman Bible Commentary, sagt, dass es bei dem, was hier gesegnet ist, um die Segnungen der Priester handelt, die zum Beispiel ein Gehalt erhielten sozusagen, weil sie den Priesterdienst versahen. Aber Gott sagt, wenn ihr mir keine Ehre gebt, wenn ihr nicht darauf achtet, was ich von euch erwarte, dann wird dieser Segen von euch genommen werden. Und er sagt dann hier in Vers 3, siehe, ich will euch den Arm zerbrechen. Nun, eine bessere Übersetzung wäre hier, ich will die Produktivität eures Landes verringern. Ich will die Produktivität eures Landes verringern. Er sagt, ich will diese Produktivität verringern und den Unrat eurer Festopfer euch ins Angesicht werfen und er soll an euch kleben bleiben. Der Unrat eurer Festopfer. Es geht hier darum, dass diese Festopfer vor Gott nicht angenehm waren. Sie waren wie ein Unrat. Und Gott sagt, ich will euch dafür die Segnungen, die ich euch gegeben habe, wegnehmen. Er spricht hier auch von Festen, die verunreinigt worden sind, nicht nur von Festopfern. Man kann auch übersetzen, ich werde eure verunreinigten Feste von euch wegnehmen. Und es ist interessant, dass in der Vergangenheit viele um die Feste Gottes wussten. Es gibt ja in der Bibel 7 jährliche Festtage, die es zu halten gibt, Festzeiten. Die werden ja ganz eindeutig dort erwähnt im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Jesus und die Apostel haben diese Feste gehalten. Aber einige haben sie als unrein angesehen und haben auch an diesen Festtagen Dinge getan, die sie nicht hätten tun sollen. Und Gott hat prophezeit. Wenn dies geschieht, dann wird er die Festtage von diesen Menschen nehmen. Und das ist heute genau der Fall. Viele, die einmal die Wahrheit gewusst hatten über diese jährlichen Festtage, haben heute keinerlei Ahnung mehr davon. Sie haben sie abgelehnt, sie halten sie nicht mehr und Gott hat dann auch jedwede Erinnerung quasi an diese Festtage, dass man sie eben heute noch halten sollte, von ihnen weggenommen. Also eine Prophezeiung, die hier zum Ausdruck kommt für unsere Zeit heute und vielleicht auch noch für unsere unmittelbare Zukunft. Lesen wir weiter in Vers 4. So werdet ihr denn erfahren, dass ich solches Wort über euch habe ergehen lassen, damit mein Bund mit Levi, mit der Priesterschaft, bestehen bleibt, spricht der Herr Zebaoth. Denn mein Bund mit ihm war, dass ich ihm Leben und Frieden gab. Und ich gab ihm Furcht, dass er mich fürchtete und meinen Namen scheute. Verlässliche Weisung, Vers 6, war in seinem Munde. Und es wurde nichts Böses auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte vor mir friedsam und aufrichtig und hielt viele von Sünden zurück. Nun, wie hat er das getan? Indem er eben die Wahrheit lehrte. Solange wie die Priesterschaft und auch die moderne Priesterschaft willens war, die Wahrheit zu lehren, haben sie viele von Sünden zurückgehalten. Sie haben ihnen zum Beispiel erklärt, was Sünde war. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes Gottes. Aber wie ich sagte, viele hatten dann begonnen, dies zu verwässern. Und dann haben sie eben nicht mehr die Menschen von Sünden zurückgehalten. Vers 7. Denn des Priesters Lippen, oder man könnte auch sagen, des Predigers Lippen, des geistlichen Lippen, sollen die Lehre bewahren. Nicht abschaffen, nicht verleugnen, bewahren, dass man aus seinem Munde Weisung suche. Denn er ist ein Bote des Herrn Zebaoth. Wenn ein Prediger, ein Geistlicher unter der Inspiration Gottes die Wahrheit Gottes spricht, sollte man darauf hören. Vers 8, ihr aber seid von dem Wege abgewichen. Er spricht immer noch nach wie vor die Geistlichen an. Und habt viele zu Fall gebracht, durch falsche Weisung. Und habt den Bund mit Levi verdorben, spricht der Herr Zebaoth. Vers 9,
Darum habe auch ich euch verächtlich und unwert gemacht vor dem ganzen Volk, weil ihr meine Wege nicht haltet und die Person anseht, wenn ihr Weisung gebt. Es geht darum, dass die sogar Urteile gefällt haben, im Hinblick auf wer nun vor ihnen stand. Wenn es eine sehr prominente Persönlichkeit war, dann wurden möglicherweise Urteile gefällt zugunsten dieser prominenten Persönlichkeit, zu Ungunsten des Armen, der aber im Recht war. Sie haben also nicht nur die Gebote Gottes, die Gesetze Gottes nicht mehr gelehrt, sie haben sogar dann auch noch falsche Urteile gefällt, die Person bei Gericht angesehen, wenn es sich um Gerichtsfragen drehte, die also in der Kirche, innerhalb der Kirche geregelt werden sollten. Und so fährt er fort zu sagen in Vers 10, haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott geschaffen? Warum verachten wir denn einen den anderen und den Heiligen den Bund mit unseren Vätern? Auch hier wiederum die Frage, wenn wir alle einen Vater haben, der uns erschaffen hat, und es kann sich dies auch in diesem spezifischen Zusammenhang auf Jesus Christus beziehen, denn es heißt, dass Gott der Vater alles durch Jesus Christus erschaffen hat, und Jesus Christus selbst wird im Jesaja-Buch im 9. Kapitel und in Vers 6 als der ewige Vater beschrieben. Nicht, dass er der Vater ist, sondern dass er der Ursprung ist des Menschen. Wie ich sagte, Gott der Vater hat alles durch Christus erschaffen. Nicht alleine, sondern durch Jesus Christus. Und so wird in dieser spezifischen Stelle in Jesaja-Buch Christus auch als der ewige Vater, der ewige Ursprung sozusagen des Menschen beschrieben. Und wie gesagt, Gott sagt hier, wenn ich euer Vater bin, wieso kommt es dann, dass ihr das, was ich sage, verachtet und ihr habt einen Bund mit mir geschlossen, einen Vertrag, und wir alle haben einen Vertrag mit Gott geschlossen, wenn wir uns haben taufen lassen und haben ihm versprochen, dass wir seine Gebote halten werden. Und er sagt, warum verachtet ihr mich, dass ihr das jetzt nicht tut, dass ihr diesen Bund brecht? Und er fährt fort zu sagen in Vers 11, Juda ist treulos geworden und in Israel und in Jerusalem geschehen Gräuel. Denn Juda entheiligt, was dem Herrn heilig ist und was er lieb hat und freit eines fremden Gottes Tochter. Schauen Sie, es geht hier auch um Eheverbindungen. Es geht darum, dass Gott den Israeliten, den Juden damals klar und deutlich gesagt hatte, ihr sollt euch nicht mit den Menschen vermählen, die anderen Göttern nachlaufen. Und hier ist genau das geschehen. Und auch heute ist das natürlich ein Problem. Ein großes Problem in vielen Teilen der Bevölkerung. Aber Juda, wenn man das heute sich anschaut, entheiligt Gott auch noch in anderer Weise. Wussten Sie, dass in gewissen Bezirken in Juda, im heutigen Juda, in dem Staat Israel, es mehr homosexuelle Paraden gibt, wie im ganzen Nahen Osten sonst? Ich glaube nicht, dass Gott das eine sehr wohlgefällige Sache ist. Er fährt fort zu sagen in Vers 12, aber der Herr wird den, der solches tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs mit seinem ganzen Geschlecht, auch wenn er noch dem Herrn Zebaoth Opfer bringt. Also auch wenn er noch den Schein wahren will, dass er Gott wohlgefällig sein will, wenn er eine solche Lebensweise führt, sagt Gott, dann zählen seine Opfer, seine Taten, die er vielleicht noch für mich tun mag, die zählen nicht. Und er sagt hier in Vers 13, weiter tut ihr auch das, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen und Weinen und Seufzen, aber, besser übersetzt, es heißt hier aber, er mag das Opfer nicht mehr ansehen, noch etwas Angenehmes von euren Händen empfangen, aber besser übersetzt sollte es heißen, weil er das Opfer nicht mehr ansehen, noch etwas Angenehmes von euren Händen empfangen will. Also die weinen hier, weil Gott ihr Opfer nicht mehr annimmt. Aber sie stellen sich nicht die Frage, warum nimmt Gott mein Opfer nicht mehr an? Hat es etwas damit zu tun, wie ich lebe? Diese Frage wird nicht gestellt. Sie weinen nur darüber, sie beklagen sich darüber, dass Gott Unglück zulässt oder dass er nicht eingreift, um Unglück zu verhindern. Und sie sehen den Zusammenhang nicht, dass ihr Verhalten, ihre Lebensweise möglicherweise Ursache ist dafür, dass Gott nicht mehr in ihrem Leben eine Rolle spielt. Gott sagt uns ja, wenn wir uns von ihm abwenden, dann wird er sich von uns abwenden. Vers 14. Malachi 2, Vers 14. Ihr aber sprecht, warum das?
Also warum akzeptiert Gott unser Opfer nicht mehr? Weil, und hier kommt die Antwort, weil der Herr Zeuge war zwischen dir und dem Weib deiner Jugend, dem du treulos geworden bist, obwohl sie doch deine Gefährtin und die Frau ist, mit der du einen Bund geschlossen hast. Gott spricht hier das Phänomen der Scheidung an. Der Tatsache, dass man sich verlobt, dass man verheiratet und dass man nach einiger Zeit nicht mehr zusammenleben will. Und dann verstößt man vielleicht seine Frau, wenn man ein Mann ist, weil man sich nach etwas jüngerem Blut umschaut. Es gibt ja auch Scheidungen, die nach 20, 30 Jahren stattfinden. Gott verurteilt das. Gott sagt, du hast einen Bund geschlossen mit deiner Frau, der Frau deiner Jugend. Und du veruntreust, du brichst diesen Bund. Und vor allen Dingen dann, wenn Gott Zeuge war bei diesem Bund, dann wird der Bund nicht nur mit der Frau gebrochen, sondern auch mit Gott selbst. Und das ist ein Grund, sagt Gott, warum ich euer Opfer nicht annehme. Weil ihr durch euren Lebensweg mir zeigt, dass ihr meine Anteilnahme in eurem Leben gar nicht wollt. Vers 15. Nicht einer hat das getan, in dem noch ein Rest von Geist war. Denn er sucht Nachkommen, die Gott geheiligt sind. Nun, auch hier ist dies eine etwas unglückliche Übersetzung. Eine weitaus bessere Übersetzung ist, hat Gott sie nicht eins gemacht, die einen Rest von Geist haben? Hat Gott sie nicht eins gemacht, die einen Rest von Geist haben? Er bezieht sich hier auf die ursprüngliche Erschaffung des Menschen, als Gott Adam und Eva erschuf und sagte, ihr seid jetzt ein Fleisch, seid fruchtbar, seid mehret euch und so weiter und so fort. Gott ist derjenige, und wir rufen Gott dabei als unseren Zeugen an, dann macht uns Gott eins. Und wenn wir Gottes Geist haben, dann sollten wir dies anerkennen. Und Gott sagt, wenn wir Gottes Geist haben, wenn da nur noch ein Rest von Gottes Geist vorhanden ist, dann wird man solchen Bund, den man geschlossen hat, nicht brechen. Aber die Menschen damals haben ihn gebrochen. Und so sagt er hier, darum so seht euch vor in eurem Geist und werdet keiner treulos dem Weibe seiner Jugend. Schauen Sie, Gott sucht ja heiligen Nachwuchs sozusagen. Er will ja, dass die Kinder, die aus einer christlichen Ehe hervorgehen, ebenfalls in dieser christlichen Umgebung aufwachsen, sodass auch sie von Gott berufen werden können. Behalten Sie Ihren Finger hier im Buch Malachi und schauen wir uns eine interessante Stelle an im 1. Korintherbrief. 1. Korinther, Kapitel 7 und die Verse 12 bis 14. Es geht sogar darum, dass wenn nur ein Ehepartner berufen ist und der andere Ehepartner nicht, dass selbst dann die Kinder, die aus einer solchen Ehe hervorgehen, heilig sind. Die können von Gott berufen werden in diesem Leben, wenn sie diesen Ruf annehmen. In 1. Korinther Kapitel 7, die Verse 12 bis 14. Den anderen aber sage ich nicht der Herr, also Paulus sagt es hier, weil es keine schriftliche Anweisung gab. Wenn ein Bruder, also ein Bruder, jemand, der Gottes Geist hat, der gläubig ist, eine ungläubige Frau hat, also jemand, der noch nicht berufen ist, der den Geist noch nicht erhalten hat. Nun, es geht nicht darum, dass jemand, der gläubig ist, jetzt eine ungläubige Frau heiraten soll. Gott verbietet das ausdrücklich. Aber es geht darum, sagen wir einmal, dass jemand, der vielleicht noch nicht gläubig war, in der Ehe gläubig wird und der Ehepartner wird aber noch nicht gläubig. Also hier. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, so soll er sich nicht von ihr scheiden. Selbst dann nicht, weil Gott die Scheidung hasst. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, so soll sie sich nicht von ihm scheiden. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Selbst der ungläubige Mann hat jetzt Zugang zu Gott, wenn er ihn will. Wenn er ihn will. Er ist geheiligt durch die Frau. Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Auch sie hat jetzt Zugang zu Gott, wenn sie ihn will. Aber schauen Sie, wie es weitergeht. Sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Sie sind geheiligt. Sie haben auch Zugang zu Gott. Sie sind nicht abgeschnitten von Gott, wie der Rest der Welt ist. Aber sie müssen natürlich auch diesen Ruf dann annehmen und befolgen und dementsprechend sich verhalten. Aber wir sehen den
Zweck, den Sinn, den Zweck der christlichen Ehe, damit sogar auch der Nachwuchs berufen werden kann von Gott in diesem Leben. Und deswegen sagt Gott hier, was ihr tut, ist schändlich, weil ihr diese Möglichkeit überhaupt zunächst einmal ignoriert. Wenn ihr natürlich euch dann scheiden lasst, dann ist dieser Segen nicht mehr länger gegeben. So lesen wir jetzt wiederum, wo wir aufgehört hatten, in Vers 14, warum das, weil der Herr Zeuge war zwischen dir und dem Weib deiner Jugend, dem du treulos geworden bist, obwohl sie doch eine Gefährtin und die Frau ist, mit der du einen Bund geschlossen hast, Vers 15 noch einmal, und wie ich sagte, es sollte besser heißen, Gott hat sie eins gemacht, in dem ein Rest von Geist war, denn er sucht Nachkommen, die Gott geheiligt sind. Vers 15, so seht euch vor in eurem Geist, und werde keiner treulos dem Weibe seiner Jugend. Wer ihr aber gram ist und sie verstößt, spricht der Herr, der Gott Israels, der bedeckt mit Frevel sein Kleid, spricht der Herr Zebaoth, darum so seht euch vor in eurem Geist und brecht nicht die Treue. Es heißt hier im Deutschen, wer ihr gram ist und sie verstößt. Besser würde es übersetzt heißen, dass er die Scheidung hasst. Gott sagt, dass er die Scheidung hasst. Ich lese hier jetzt einmal von der Elberfelder Bibel vor. Und zwar die gleiche Stelle hier im zweiten Kapitel. Und in Vers 15. Oder lesen wir Vers 16. Denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Und dann fährt es hier fort zu sagen, ebenso wie wenn man sein Gewand mit Unrecht bedeckt, spricht der Herr der Heerscharen. So hütet euch bei eurem Leben und handelt nicht treulos. Wir sehen also hier, wie Gott die Scheidung betrachtet, als etwas, mit dem man dann das Gewand mit Frevel bedeckt. Mit anderen Worten, wenn man sich scheiden lässt von seiner Frau, aus unbiblischen Gründen, dann bedeckt man sein Gewand, sein eigenes Gewand mit Frevel. Und deswegen hasst Gott Scheidung. Nun, das heißt nicht, dass es nicht Möglichkeiten gibt, biblische Möglichkeiten, sich scheiden zu lassen. Wir sehen sogar, dass Gott selbst sich im Alten Testament in symbolischer Weise von Israel hat scheiden lassen, weil sie eben zu einer Hure wurde, zu einer Prostituierten wurde und Gott total abgelehnt hat. Und Christus sagt auch, dass wenn man sich scheiden lässt, es sei denn wegen Unzucht, wegen Ehebruch und jemand anderen heiratet, dann begeht man Ehebruch. Und so gibt es natürlich auch Gründe, Paulus spricht auch davon, wenn zum Beispiel die ungläubige Frau oder der ungläubige Mann es eben sich nicht mehr länger gefallen lässt, mit dem gläubigen Partner zu leben und sie diejenige ist oder er derjenige ist dann, der die Scheidung initiiert, dann ist der gläubige Partner frei, sich wieder zu verheiraten. Also es gibt schon Ausnahmen, aber grundsätzlich soll man sich nicht scheiden und auch wenn es diese Ausnahmen gibt, Gott hasst die Idee der Scheidung, weil sie seinen Plan in gewisser Weise zunächst einmal zunichte macht. Und wir sollten uns daran erinnern. Vers 17 in Maleachi Kapitel 2. Ihr macht dem Herrn unwillig durch eure Reden. Ihr aber sprecht, womit machen wir ihn unwillig? Dadurch, dass ihr sprecht, wer Böses tut, der gefällt dem Herrn. Und an solchen hat er Freude. Oder wo ist der Gott, der da straft? Nun, im zweiten Petrusbrief, eine Stelle, die Sie auch sich nachher anschauen können, im dritten Kapitel, in den Versen 3 bis 4, wird davon geredet, dass es in der Endzeit Spötter geben wird, die nach ihren Lüsten leben und die sagen, ja, wo ist das Zeichen seiner Wiederkunft? Alles bleibt so, wie es seit alters her gewesen ist. Es gibt da keinen Gott, der straft. Die gleiche Einstellung wird hier beschrieben im Buch Maleachi. Und Gott sieht das als eine sehr unglückliche und ungünstige Auffassung an, etwas, die mit Sicherheit seine Strafe verdient. Kapitel 3 und Vers 1. Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den er sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Nun, es heißt hier der Engel des Bundes, aber im Hebräischen steht das Wort für Bote. Das Wort für Bote kann sich auf einen Engel beziehen, es kann sich auf einen Menschen beziehen, und es kann sich auf Jesus Christus beziehen, den Boten Gottes des Vaters. Und das ist genau hier damit gemeint. Es heißt hier in Kapitel 3 und Vers 1, ich will meinen Boten senden, zunächst einmal im Alten Testament oder im Übergang dann zum Neuen Testament, Johannes der Täufer, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und dann heißt es, es wird bald kommen zu seinem Tempel, der Herr, den ihr sucht, und der
Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt. Nun, das bezog sich zunächst einmal in neutestamentlicher Zeit auf das erste Kommen Jesu Christi, der zu dem Tempel Gottes kam. Der Bote des Bundes, den Gott geschlossen hat im Alten Testament. Aber wie wir aus dem Zusammenhang sehen werden, bezieht sich dies alles noch mehr auf das zweite Kommen Jesu Christi. Auf die Tatsache, dass sein Weg für das zweite Kommen bereitet werden wird von seinem endzeitlichen Boten und dass er dann kommen wird. Denn es geht hier um sein zweites Kommen, wie wir, wenn wir dies weiterlesen werden, erkennen werden. Und auch hier heißt es, er wird kommen zu seinem Tempel. Nun, in der Bibel wird vielfach die Kirche Gottes als der Tempel Gottes beschrieben. In Stellen wie Epheser Kapitel 2, die Verse 19 bis 22, wird dies deutlich gemacht. Epheser Kapitel 2, die Verse 19 bis 22, etwas, was Sie sich wiederum später durchlesen können. Aber es ist hier vielleicht noch mehr gesagt. Denn die Bibel zeigt auch und deutet sehr stark an, dass die Juden noch vor der Wiederkunft Jesu Christi einen Tempel in Jerusalem bauen werden. Dort Opfer wiederum erbringen werden. Und es heißt sogar, dass der falsche Prophet, der Mann der Sünde, sich in diesem wird, von sich vorgeben wird, Gott zu sein. Und so gibt es viele Stellen, die von einem buchstäblichen Tempel sprechen, der noch erbaut werden wird vor der Wiederkunft Christi. Und Christus sagt hier, er wird zu diesem Tempel kommen, also zu seiner Kirche, aber auch möglicherweise zu diesem Gebäude, das noch errichtet werden wird. Und so heißt es aber hier in Vers 2, denn das ist der Zusammenhang. Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Es geht hier nicht um sein erstes Kommen, denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er sagt, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Der ganze Zusammenhang war ja der, dass sie eben nicht in Gerechtigkeit lebten, dass sie nicht Gerechtigkeit lehrten. Aber dann werden sie ein lebendiges Opfer sein, von dem Paulus im Römerbrief spricht, und werden in Gerechtigkeit leben und dann auch anderen diese Gerechtigkeit weitergeben. Vers 4, und er wird dem Herrn, und es wird dem Herrn wohlgefallen, das Opfer Judas und Jerusalems, wie vormals und vor langen Jahren. Vers 5, und ich will zu euch kommen zum Gericht. Schauen Sie, es geht nicht um das erste Kommen. Und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, Ehebrecher, Meineidigen und gegen die, die Gewalt und Unrecht tun, den Tagelöhnern, Witwen und Waisen und die den Fremdling drücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaoth. Ich, der Herr, wandle mich nicht, sagt er jetzt in Vers 6. Aber ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein, oder eine bessere Übersetzung würde hier sagen, ihr habt nicht aufgehört, in wirklicher Weise, schauen Sie, die Söhne Jakob zusammen antworten. Jakob, der ja schon ein Betrüger war, der ja Esau betrogen hat, der ja seinen Vater Isaak betrogen hat. Und hier spricht Gott diese Tendenz an. Er sagt, ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein, aber ich wandle mich nicht. Ich wandle nicht meine Gerechtigkeit um. Und so sagt er hier jetzt in Vers 7, ihr seid von eurer Väterzeit an immer da abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. So bekehrt euch nun zu mir, so will ich mich auch zu euch kehren, spricht der Herr Zebaoth. Ihr aber sprecht, wohin sollen wir uns bekehren? Also entweder haben sie es nicht besser gewusst, sie haben schon so eine Haltung angenommen, dass sie gar nicht mehr erkennen konnten, wie falsch sie gelebt haben, oder sie bringen das vor, um sich irgendwie selbst zu rechtfertigen. Und hier gibt Gott die Antwort, Vers 8. Ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt? Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und der Opfergabe. Oder mit dem Zehnten oder mit Zehnten und Opfern. Die Nelson Bible Study Commentary bringt hier zum Ausdruck, dass ursprünglich drei verschiedene Arten von Zehnten gegeben worden waren. Der erste Zehnte, der an die Leviten ging, aber dann der zweite Zehnte, der gebraucht wurde, zum Beispiel um das Laputtenfest zu halten. Und dann gab es auch noch den dritten Zehnten, der für die Waisen und diejenigen gebraucht wurde, die eben kein Geld verdienen konnten, die nicht die Möglichkeit hatten, sich selbst zu ernähren. Und das war eine Opfergabe, ein Zehnter, der gegeben wurde jedes dritte und jedes sechste Jahr, also einem Zyklus von 7 Jahren.
Und alles dies wurde nicht getan damals. Und nebenbei gesagt, dieses Gebot ist nach wie vor heute gültig. Er sagt in Vers 9, ihr seid verflucht, denn ihr betrügt mich allesamt. Bringt aber die Zehnten, schauen Sie nicht nur den, sondern die Zehnten, Vers 10, in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Und dann werden euch alle Heiden glücklich preisen, denn ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zebaoth. Schauen Sie, Gott sagt uns hier deutlich, dass wenn wir ihm gehorchen, zum Beispiel auch im Zehntenzahlen, im getreulichen Zehntenzahlen und in Opfergaben, dann wird er uns segnen. Er wird uns dadurch segnen, dass er zum Beispiel kein Unglück über uns hereinbrechen lässt, dass unsere Ernte zerstören wird, dass unsere Arbeit möglicherweise beschädigen oder hindern wird. Und wenn wir arbeitslos sind, dann wird er uns Gelegenheiten geben, eine neue Arbeit zu finden. Schauen Sie, Christus sagt uns im Neuen Testament, suche zuerst Gott und seine Gerechtigkeit und das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und euch werden alle diese anderen Dinge zufallen. Nun, das heißt nicht, dass wir jetzt tatenlos da rumsitzen müssen. Gott sagt, er wird die Vögel des Himmels ernähren, aber die tun ja auch ihre Arbeit, um eben Futter zu finden. Aber Gott sagt, wenn ihr mir getreulich dient, werde ich euch diese Gelegenheiten geben. Er sagt, alle diese Dinge, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, welche Nahrung sollen wir zu uns nehmen, wo sollen wir uns unterbringen lassen, womit sollen wir uns kleiden, alles dies wird euch gegeben werden. Christus sagt, der Vater weiß doch, dass ihr das alles bedürft. Aber suche zuerst, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und hier sagt Gott das genau dasselbe im Malachi-Brief. Und er sagt hier, und wenn das geschehen wird, dann werden auch die Heiden sich sogar erkennen, dass euer Leben eben gesegnet ist. Und dann werden euch alle Heiden glücklich preisen. Denn ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zebaoth. Vers 13. Denn das war nicht etwas, was die so hören wollten. Das war nicht etwas, was die glauben wollten. Ihr redet hart gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sprecht, was reden wir gegen dich? Die haben vielleicht gedacht, Gott hat nicht gehört, was die so reden oder was die so denken. Vers 14, ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Auch in Opfergaben, auch in Zehntenzahlungen, auch in der Idee, dass man Gott ein wohlgefälliges Opfer bringen muss, dass man ein wohlgefälliges Opfer sein muss, ein lebendiges Opfer. Er sagt hier, es ist umsonst, dass man Gott dient, derjenige, der eben Gott nicht dienen will. Und was nützt es, dass wir sein Gebot halten? Was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Buße oder in Reue einhergehen vor dem Herrn Zebaoth? Eine interessante Anmerkung wird hier von einem Kommentar gemacht. Er schreibt, wenn wir uns die Frage stellen, was nützt es, dass wir Gott dienen, dann fragen wir in Wirklichkeit, was nützt es uns, dass wir Gott dienen? Schauen Sie, es ist dies eine selbstsüchtige Frage. Es geht nicht darum, dass wir willens sind, anderen zu helfen. Nein, was nützt es uns? Was ist unser Vorteil? Christus sagt, es ist seliger zu geben als zu nehmen, aber hier diese Einstellung reflektiert genau das Gegenteil. Und dann geht es sogar noch weiter und sagen in Vers 15, darum preisen wir die Verächter, denn die Gottlosen gedeihen und die Gott versuchen, bleiben bewährt. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Und der Herr merkt und hört es. Und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander, die reden miteinander. Vielleicht auch und gerade am Sabbat, wie wir dies im Neuen Testament lesen, im Hebräer Kapitel 10, eine Stelle, die Sie sich nachher anschauen können, und in Vers 25, wo es sagt, dass wir uns untereinander aufrichten sollen, in Gesprächen, uns einander trösten sollen, wenn wir vielleicht Unglück haben und es uns vielleicht nicht so gut geht, Trost aussprechen, darauf hinweisen, was Gott für uns vorgesehen hat, was unsere Zukunft alles beinhaltet. Und der Herr, heißt es, merkt das. Der hört, wenn wir falsche Worte sagen, der hört auch, wenn wir gute und richtige und tröstende Worte vorbringen. Und er sagt hier, und es wird ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten. Ein Gedenkbuch. Ihr Name wird in dieses Gedenkbuch geschrieben, als jemand, der Gott fürchtet. Christus sagt nachher zu den Jüngern, die er ausgesandt hatte, 70 Jünger, und die waren froh, dass sie die Dämonen austreiben konnten. Und Christus sagt zu denen, freut euch nicht darüber. Das ist nicht richtig das, worum es geht,
Aber freut euch darüber, dass euer Name im Himmel aufgeschrieben ist. Das ist ganz buchstäblich zu sehen, ganz wörtlich. Und Gott sagt, es wird ein Gedenkbuch für die geschrieben. Mit anderen Worten, alle die Leiden, die wir durchmachen müssen heute, die werden aufgezeichnet im Himmel, in ein Buch. Und es wird dann darin geschrieben stehen, wie viel wir leiden, um Gottes Gerechtigkeit willen. Und so fährt er fort zu sagen, Vers 17, sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Sie sollen mein Eigentum sein oder sie sollen meine Juwelen sein, mein sehr kostbares Eigentum. Darum geht es hier. Ja, wir sind ja jetzt schon, wenn wir getauft sind, wenn wir bereut haben, wenn wir Gottes Geist haben, Christi Eigentum. Er hat uns ja bereits gekauft. Aber wir werden auch dann sein Eigentum, das Eigentum des Vaters sein, indem wir Eintritt haben werden in seine Familie, in das Reich Gottes, die Familie Gottes. Wir werden Mitglieder, geistliche Mitglieder seiner Familie sein. Wenn man sich das vorstellen kann, dann würden diese Leiden, die wir heute durchmachen müssen, nichts mehr zählen. Wenn man sich das als einen Gegensatz darstellt, das ist heute sehr vorübergehend, sehr leicht, im Hinblick auf das, was kommen wird, das wird eine schwere, in dem Sinne von eine bleibende Gültigkeit für uns haben. Die Tatsache, dass wir buchstäblich Familie oder Mitglieder der Familie Gottes sein werden. Und er sagt dann hier auch in Vers 18, ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Es mag so scheinen heute, dass vielleicht heute Gottlose gedeihen in ihrem üblen Treiben, ihrem üblen Wesen, und Gerechte werden heute verfolgt für ihre Gerechtigkeit, und Christus sagt sogar, freut euch, wenn ihr um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Nicht, dass wir in den Himmel eingehen werden, sondern Christus wird zurückkommen aus dem Himmel und den Lohn mit sich bringen. Er sagt hier in dem Buch der Offenbarung, siehe, ich komme bald und werde an jedem vergelten und ich werde den Lohn mit mir bringen und werde an jedem vergelten gemäß seinen Werken, ob sie gut waren oder böse. Und so heißt es hier, dass ein solcher Unterschied gemacht werden wird und er wird deutlich werden. Und er sagt er, wie er auch deutlich werden wird in Vers 19, denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll, wie ein Ofen. Und da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Schauen wir uns Zephaniah, Kapitel 1 einmal an, im Alten Testament. Zephaniah, Kapitel 1, eine Stelle, die diesen Tag anspricht. Es geht hier um den Tag des Herrn. Es geht um diesen Tag, wenn Christus zurückkommen wird, als der Herr aller Herren, als der Könige, als der König aller Könige. Und in Zephaniah, Kapitel 1, lesen wir die Verse 14 bis 18. Es geht um diese Zeitspanne unmittelbar vor der Wiederkunft Christi. Des Herrn großer Tag ist nahe. Er ist nahe und eilt sehr. Horch, der bittere Tag des Herrn. Da werden die Starken schreien, denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und der Angst, ein Tag des Wetters und des Ungestüms, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag der Wolken und des Nebels, ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und die hohen Zinnen. Vers 17. Und ich will die Menschen ängstigen, dass sie umhergehen sollen wie die Blinden, weil sie wieder den Herrn gesündigt haben. Sünde ist nach wie vor ein Gegenstand, der sehr schwer wiegt in den Augen Gottes. Und Sünde ist die Übertretung des Gesetzes Gottes. Ihr Blut soll vergossen werden, als wäre es Staub, und ihre Eingeweide sollen weggeworfen werden, als wären sie Kot. Es wird sie ihr Silber und Gold nicht erretten können am Tage des Zornes des Herrn, sondern das ganze Land soll durch das Feuer seines Grimmes verzehrt werden. Denn er wird plötzlich ein Ende machen mit allen, die im Lande wohnen. Aber das bezieht sich nicht auf diejenigen, die gläubig sind, die Gott nachfolgen. Es geht um die anderen, um die überwiegende Mehrheit der Menschen heute, die nichts von Gottes Wort wissen wollen. Es ist dies eine ernste Warnung. Er sagt hier in Malachi Kapitel 3 und Vers 19, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen, wie wir das gerade gelesen haben, und da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden. Aber er sagt auch in Vers 20, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet,
soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Nun, einige haben diese Stelle zum Anlass genommen zu sagen, das bezieht sich auf Christus. Hier wird von der Sonne der Gerechtigkeit gesprochen. Und von daher ist es dann ganz in Ordnung, dass man Christus am Sonntag anbetet. Der Sonntag, der ein Tag war, der den Heidengöttern diente, den Sonnengöttern, weil man sagt, Christus hat das alles jetzt auf sich bezogen. Und er ist jetzt unsere heutige Sonne der Gerechtigkeit. Denn das ist natürlich absoluter Unfug. Die Bibel verbietet eindeutig, dass wir Gott so anbeten, wie die Heiden ihre Götter angebetet haben. Und das schließt den Sonntag mit ein. Nirgendwo sagt die Bibel, dass wir den Sonntag heilig halten sollen. Der Sabbat, der siebte Tag der Woche, die Zeitspanne von Freitagabend zu Sonnenuntergang bis Samstagabend, Sonnenuntergang, ist die von Gott geheiligte Zeitspanne, wenn wir Gott anbeten sollen. Nicht, dass wir in anderen Tagen nicht anbeten sollen, aber es geht hier um die Versammlung. Es geht hier darum, wenn wir jetzt in formeller Weise vor Gott erscheinen. Aber wie gesagt, die Menschen wollen dies alles anders sehen. Die wollen ihre eigenen Gedanken dann verfolgen, wie das auch das Buch Maleachi beschreibt. Und es gab sogar Geistliche, die einmal um den Sabbat wussten und jetzt lehren, man soll den Sonntag halten. Und kein Wunder, dass Gott über diese Geistlichen sehr erzürnt ist. Und denen sagt, ihr verachtet mich, ihr entheiligt meinen Namen. Schauen Sie sich das an, wie das weitergeht in Vers 21. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden, an dem Tage, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Staub oder besser übersetzt Asche. Sie werden Asche sein unter unseren Füßen. Sie werden ausgerottet werden. Sie werden nicht ewig in der Hölle schmoren. Ihre unsterblichen Seelen, die es nicht gibt, denn die Seele ist sterblich, die werden nicht für alle Zeit in der Hölle gefoltert werden. Das Schicksal des Gottlosen, der sich in letzter Konsequenz bewusst gegen Gott entscheidet, der, wie die Bibel sagt, die unvergebbare Sünde begeht, dessen Existenz wird ausgelöscht werden. Das ist etwas, was die Bibel durch die ganzen Stellen des Alten wie des Neuen Testamentes bestätigt. Sie können sich einige Stellen nachher anschauen, wenn Sie mir jetzt noch nicht glauben wollen. Schauen Sie sich Matthäus Kapitel 3 an, die Verse 11 bis 12. Schauen Sie sich 2. Thessaloniker an, Kapitel 1, die Verse 8 bis 9. Es geht darum, dass sie ausgelöscht werden, dass sie zu Asche werden. Schauen Sie sich Psalm 37 an, die Verse 18 bis 20. Und es gibt viele weitere Stellen, die klar und deutlich beweisen, dass es das Schicksal des unvergebbaren Sünders ist, ausgelöscht zu werden. Seine Existenz wird aufhören. Es wird so sein, wie es auch in der Bibel steht, als wäre er niemals in Existenz gewesen. Es hätte ihn nie gegeben. Aber nun schauen wir uns weiter an, was Gott hier sagt, denn er ist noch nicht fertig. In Kapitel 3 und Vers 22. Und hier identifiziert er wiederum den Gerechten. Gedenket an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe, auf dem Berge Horeb für ganz Israel. Für ganz Israel an alle Gebote und Rechte. Nun heute sind wir, die wir in der Kirche Gottes sind, das geistliche Israel. Das wird an vielen Stellen der Bibel zum Ausdruck gebracht. Sie können sich nachher Galater Kapitel 6 anschauen und Vers 16. Wir sind heute das geistige Israel. Das Heil kommt von den Juden, wie Christus sagt. Und wenn hier eine Prophezeiung, die ja nun auf die Endzeit sich bezieht, gesagt wird, dass wir an das Gesetz des Knechtes Mose denken sollen, das für ganz Israel gegeben wurde, an alle Gebote und alle Rechte, dann bezieht sich das auf uns heute. Und wir haben nach wie vor das Gesetz Gottes zu halten, das er Mose gab, die 10 Gebote, Satzungen und Rechte, die die 10 Gebote näher beschreiben. Christus kam, das Gesetz groß und herrlich zu machen. Er zeigte uns den Sinngehalt des Gesetzes. Er sagte, ihr begeht nicht nur allein schon dadurch eine Übertretung des Gesetzes, dass ihr jemanden tötet, ihr übertretet das Gesetz bereits dann, wenn ihr jemanden hasst, weil nämlich Hass zu Mord und Totschlag führen kann, wenn man ihn nicht überwindet. Und so sollen wir nach wie vor das Gesetz Gottes halten. Und Gott sagt uns keineswegs, dass Christus kam, das Gesetz abzuschaffen. Er sagte, ich bin nicht gekommen, abzuschaffen. Ich bin gekommen, um zu erfüllen, um es mit dem Sinngehalt anzufüllen. Warum sagen wir heute, Christus kam, das Gesetz abzuschaffen, wenn Christus uns doch deutlich sagt, dass er nicht gekommen ist,
das Gesetz abzuschaffen. Schauen Sie, wie heute die Menschen verführt sind durch falsche Lehren, durch falsche Geistliche. Erkennen Sie, warum heute Gott so erbost ist über diese falschen Lehren von falschen Predigern, die diese Dinge lehren, die nicht im Einklang stehen mit Gottes Wort? Schauen wir an, wie es weitergeht. Vers 23, Malachi 3 und Vers 23. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Es geht um die Zukunft. Es geht um den Tag des Herrn, über den wir gerade gelesen haben. Und Christus sagt, auch dann wird er uns noch den Propheten Elia schicken. Es geht nicht um den buchstäblichen Propheten Elia natürlich, der ist schon lange tot. Johannes der Täufer hat vor dem ersten Kommen Jesu Christi im Geiste des Propheten Elia gewirkt, wie es heißt. Und Christus sagt, etwas Ähnliches wird geschehen kurz vor seiner Wiederkunft. Und Christus hat heute seiner Kirche den Auftrag gegeben, das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu einem Zeugnis zu verkünden, und dann wird das Ende kommen. Die Kirche Gottes hat heute die Aufgabe, im Geiste des Elia die Warnung zu verkünden und auch die Tatsache, dass wir nach wie vor die Verpflichtung haben, Gottes Gebote zu halten. Und so heißt es hier in Vers 24, der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit schlage. Eine bessere Übersetzung ist hier mit totaler Vernichtung. Christus sagt, wenn die Tage der großen Trübsal, die mit der Wiederkunft Christi enden, wenn die nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber er sagt, um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt werden. Es wird also Auserwählte geben. Es wird ein Werk geben, das helfen wird, die Menschen zu Gott zu bekehren und dann auch richtige und bessere und gute Familienverhältnisse aufzubauen zwischen Eltern und Kindern. Denn die Kinder werden dazu angehalten werden, ihre Eltern zu ehren. Und die Eltern werden dazu angehalten werden, ihre Kinder zu respektieren. Und Christus sagt, wenn das nicht geschehen würde, dann würde ich kommen, um die Erde total zu vernichten. Schauen Sie, die Elberfelder Bibel übersetzt diese Stelle wie folgt. Sie sagt, und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage, und gibt die Anmerkung, das heißt, damit ich nicht, wenn ich komme, den Bann an dem Land vollstrecken muss. Und die Menge Bibel macht es sogar noch deutlicher. Die schreibt, der wird das Herz der Väter den Söhnen und das Herz der Söhne ihren Vätern wieder zuwenden, damit ich nicht kommen muss und das Land mit dem Bannfluch schlage, das heißt, dem Untergang preisgebe. Darum geht es. Es geht um den Fluch der Vernichtung. Und Gott sagt, wenn diese Dinge sich nicht so entwickeln würden, dass es Auserwählte gibt, die nach wie vor meine Gesetze halten und andere meine Gesetze lehren und dann auch eine gute Familienbeziehung aufbauen und insoweit diese lehren, würde ich kommen, um die gesamte Erde mit dem Bannfluch zu belegen. Schauen Sie, wie wichtig es ist, dass es heute noch ein Werk gibt, das andauern muss, bis hin zur Wiederkunft Jesu Christi, diese Prophezeiung zu erfüllen. Wir sehen also, dass das Buch Malachi ein sehr wichtiges Zeugnis ist für uns heute, das sehr großartige Bedeutung hat. Und es spricht den Nerv des Christentums an. Die Tatsache, dass wir uns Gott gehorsam gegenüber erweisen müssen, dass wir ihn ehren müssen als unseren Vater, dem wir Liebe und Gehorsam schulden. Es spricht die Tatsache an, dass wir unsere Ehebeziehungen ernst nehmen müssen. Und auch die Tatsache, dass unsere Kinder in der Zucht und der Ermahnung des Herrn hervorgebracht und aufgebracht werden sollen. Familie ist eine wichtige Priorität. Wir sollen Gott dazu erlauben, dass er uns eben hilft, bessere Menschen zu werden, unseren Charakter zu vervollkommnen. Und wir sollen ihm Zehnten und Opfergaben bringen, weil dies eben unsere Bereitschaft zeigt, Gott an erste Stelle zu setzen. Schätze im Himmel zu erwerben und nicht den Schätzen dieser Erde nachzulaufen. Und natürlich gibt es auch keinen Grund, stolz zu sein über diese Dinge, weil es eben Gott ist, der uns befähigt, alles dies zu erkennen und alles dies zu tun. Und die Botschaft an uns heute ist, wenn wir nach wie vor nicht bereit sind, Gott zu gehorchen, in allem zu gehorchen, dann ist es höchste Zeit aufzuwachen. Die Wiederkunft Christi ist genaht.
Christus sagt, betet und wachet alle Zeit, sodass ihr würdig werdet, all dem, was kommen wird, zu entfliehen und zu stehen vor dem Menschensohn. Es ist sein Anliegen, es ist unser Anliegen an uns alle, dass wir Gott würdig werden, dass wir nicht weiterhin seinen Namen entheiligen, sondern dass wir dazu beitragen, dass sein Name geheiligt wird unter allen Völkern. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.